Ja, hallo zurück zu Batman. Wenn man es mit dem Batmobil hier aufreißt, da die Wand, dann ist da zumindest irgendwas hinter. Ich hoffe, dass da der Hat die Feuerwehrmann ist. Fledermaus diese Penner vom Arkham Knight schon verprügelt? Keine Sorge, Kleiner, wenn du Oh. erstmal tot bist, fühlst du nichts mehr. Nur leider wird der Weg dahin wehtun wie Sau. Oh. So, ein bisschen strategischer. Setz mal da oben rauf. Erstmal die Typen. Upsi, die Typen mit der Waffe ausschalten. Okay, dann schön freundlich angreifen. Ups, das war nicht so clever. So, ich wollte eigentlich den Typen da angreifen. Den hier. Und weg. Du wirst nach Hause kriechen müssen, Batman.
Okay, so, was haben wir denn jetzt noch? Jede Menge Doofens. Nicht die Elektro-Type. Sehr schön. Ja, den jetzt gerade mal nicht. Okay. Jo. Okay, auch. So, was haben wir jetzt da noch? Den hier? Elektro. Achso, ja, sorry. Noch die zwei, oder? Okay, das war Nummer 1. Hat sich der andere hinverzogen? Eigentlich müsste hier noch jemand sein, aber ich sehe ihn nicht. Klettern, klettern. Ah, da hinten steht er. So, okay. Boah. Ich brauche deine Hilfe, Batman. Ja, ich komme. Hallo? Befreien.
zum Teufel ist passiert? Ich erinnere mich an nichts. Ihr Fahrzeug wurde angegriffen. Sie und ihre Mannschaft wurden in Geiselhaft genommen. Das war's, Batman. Nicht mal du kannst Gotham dieses Mal retten. Ich gebe nicht auf. Ich finde ihr Team. Warten Sie hier. Ein Officer wird Sie aufs Revier bringen. Okidoki. Es gab einen Point. Sehr schön. Wie komme ich hier raus jetzt? Feuerwehrmänner, ey, ist 18%, ist ja mal gar nichts. Ihn haben wir schon. Okay, was war das hier noch? Das Gesamt. Da fehlen auch noch ein paar. Riddler, ne? Wir müssen ja eigentlich noch die mal die Dame hier mal retten, Catwoman. Ich bin unterwegs zur Divinity Church. Riddler wird nicht aufgeben, Alfred. Sein Stolz lässt das nicht zu. Sie werden seinen Willen brechen, Sir, da bin ich mir sicher. Das glaube ich auch. So, eigentlich wieder und raus, ne? Okay, wir wollen da lang. Jeder von Gotham bis Star City. Ich ertrage Hochstapler nicht, Detektiv. Verkleidete Dilettanten, geduldet von intellektuell Überlegenen und noch das letzte Fünkchen Dankbarkeit, Würde und Respekt stehlend. So, was... Oh, da stand ja schon irgendwas, stand auch da schon, oder? So ein crazy blub blub und aua aua und dies, das und jenes. Und was steht hier? Ach komm. Schauen wir uns erstmal an. Willkommen, Detektiv in der Gosse, die ich dich sprichwörtlich und wahrscheinlich auch tatsächlich runterspülen werde. Muss man da wieder rüberfliegen? Die aquatischen Untersuchung könnte nicht einfacher sein, Detektiv. Senke den Wasserspiegel. So. So. Zuerst. Drei. Ist es Zeit für ein Rätsel? Oh, hör sie zwei. Dies, Detektiv. Was tun Fledermäuse beim Heimkommen? Ah. Eins, zwei, drei. Verstehe. Kann man hier irgendwo hin? Der unten ist so Gehäckseldinger. Was ist das? Kann man da reinfliegen da unten, oder? Sieht alles irgendwie nach Aua Aua aus, ne? Was ist denn das? Reserved. Schöner Parkplatz. Für Batman. Okay, also nochmal rauf. Es gibt hier, ich kann mit dem Auto da rein, oder was? Wahrscheinlich muss man sich da wieder irgendwie abseilen. Wenn das 1 ist, dann stellen bestimmt ein Batmobil, genau. Komm mal her. So. Lass mich nicht hängen, Detektiv. Die Antwort liegt genau vor deiner Nase. Vor deiner Nase. So,
weil jetzt hier runterfahren wahrscheinlich wieder. Du hängst dich da ja richtig rein. Und irgendwo war ja was für Batman reserviert. Das Ding hier. Und jetzt? Okay, so. So weit, so gut. Brutzel, Brutzel. Das Wasser ist zwar flacher, aber zu tiefgründig für dich. Das Wasser ist flacher. Häcksel, Häcksel. So, das geht nicht. Das heißt, wir fahren mal wieder hoch, oder? Ausklinken, so, und es geht irgendwie, da drüben bin ich drin. Was sind zwei? Zwei ist da drüben. Mal gucken, ob das schon so einfach ist. Zwei. Einklinken, runterfahren. Aua, aua, aua. So, und jetzt muss ich ja hier irgendwas. Okay, und da drüben rein oder was? Ups, das geht nicht. Geschafft! Ich hab's geschafft! Ich meine, natürlich habe ich das. Klar, wie erwartet. Also nochmal. Wir brauchen erstmal die gute Fernsteuerung und fahren hier wieder rauf. Okay, dann klinken wir uns aus, fahren darüber, klinken uns wieder ein. Und lassen uns hier runterfallen. Piep. Weiter. Und noch mal. Das reicht, das reicht, das reicht. Ja, ja, ja. Ja. Okay, und jetzt da drüben reinballern. Bam. Okidoki. So. Da kommen wir her und da unten wollen wir rein. Das Wasser ist fast so niedrig wie Catwoman Chancen auf Freiheit. Warum feierst du nicht mit meinem Freund? Was? Ich wollte, dass du die Roboter ausschaltest. Okay, so, ich denke mal wieder schön die Fernsteuerung anschmeißen. Und lass mich raten, ich muss... Oh, wie soll das gehen? Irgendwo da hinten runter, wo ist denn 3? 1, 3, also hier runter.
Geht nur bis da, dann muss ich wieder irgendwas drehen. Geht das überhaupt? Eins wäre irgendwie cleverer, ne? Komme ich denn da hin? Also ich will ja da unten hin und ich muss da rauf. Und ich komme sicherlich von 3 runter. 3 ist da. Das. Also noch ein bisschen weiter drehen. So, reicht das? Komm hier runter, geh da runter, es könnte gehen, oder? Mal ausprobieren. Oh, das ist blöd. Das geht nicht. Ich brauche mehr Platz. Solange ich hier stehe, geht das nicht. Solange ich hier stehe... Ich geh mal woanders hin. Also ich muss das blöde Loch da drüben hinfahren. Wie mache ich das? Muss ich noch woanders rüberfahren oder was? Eins nochmal oder was? Was ist denn das hier?
2 runter, oder was? 2. Okay. Also, wir fahren nochmal rauf. Sehr gut. So, rein theoretisch könnte doch Batman jetzt da raus. Zum Beispiel dahin. So, jetzt müssen wir halt zurück zum Autochen und den wieder rauffahren. Oh. Nicht ganz, Detektiv. Nummer 3, nein. Wo ist Betsy? Betsy ist noch unten, oder was? Ach, Betsy sitzt im Auto, krass. Okay. Betsy muss ich so. Nein, Betsy muss an. Obwohl, mit Auto wäre natürlich noch cooler. Das ist Quatsch. So. Kann ich darin einfach reinfliegen? Deshalb waren die Schätzungen ungenau. Ich habe deine Inkompetenz und Dummheit nicht als zwei getrennte Variablen berücksichtigt. Verzeihung, Detektiv. Ich kalkuliere das sofort ein. Ja, unten kann ich doch schon rein. Das heißt, ich könnte es natürlich mal riskieren. Das war knapp. Das wirst du wohl kaum enträtseln können. Oh, hier bin ich noch. Shit. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich bin... Was ist das? Zweite Luke oder was ist das hier?
Also erstes Ziel, erstmal mit Batman hier raus. Das ist schon mal nicht so schlecht. So, dann Fernsteuerung an, weil eigentlich muss ich ja nur da unten rein, oder? Oder? Rein theoretisch muss ich ja nur eins tiefer, und zwar dahin. So. Da komme ich ja nur hin, wenn ich das hier mal irgendwie alles ein bisschen übereinander stelle. Eins ist ja jetzt nicht so schlecht. Eins, zwei, drei rüber. Muss ja aber der hier 1, 2, 3 rüber und dann muss hier irgendwo runterkommen. Das heißt, dieser Kranz muss frei sein und ich muss über 3 runter. Oh, wie geht das? Geht noch einer? Ja. Einer geht noch, sehr gut. Ja. Mit dem Auto als eindeutige Verlängerung deines Egos dachte ich, du passt besser darauf auf. So, ausschalten, rüber. Runter. Mal gucken, was hier kommt. Gehen wir drauf oder was? Splish, Splosh. Oh no. Großartig, großartig. Du erreichst gerade so exakt die Werte, die meine Gleichungen vorhersagen. Vorsicht, wenn du rausgehst. Ja. Und unfairer Todesfalle läuft wirklich auf Benutzerfehler hinaus. Auch das war Teil des Plans, Batman. Es ist alles Teil des Plans. Hol dein Schlüssel. Hey, Eddie, können wir nicht was anderes spielen? Das wird langweilig. Ah, okay, es ist so ein A. Okay. Viel Glück, Catwoman. Angesichts der begrenzten Intelligenz Batmans wirst du es leider brauchen. Wie war das jetzt? A und welches von den beiden ist es? Glaubst du, du hast Glück, Captain? Na, hoffentlich schummelt Eddie jetzt nicht. Oh. Und da heißt es immer, schwarze Katzen brächten Pech. Noch ein Schlüssel. Gut gemacht. Natürlich verlierst du sofort alle deine neuen Leben. Sollte ich diesen Zünder betätigen? Noch eine Tür geöffnet. Überraschung.
Lässt er mich natürlich wieder nicht durch, ne? Catwoman, diese Nacht dreht sich nicht um dich! Warte auf Batman! Einfach nur hier rausflattern, oder was? Der cleverste im Raum, Detektiv. Und musste absolut sämtlichen Hohn und Spott von jenen ertragen, deren jämmerliche geistige Fähigkeiten, das zu erfassen, nicht in der Lage waren. Und dann kommst du nach Gotham, verbirgst deine kognitiven Fähigkeiten, die denen eines durchschnittlichen Raufbolds nur knapp überlegen sind, unter der Maske eines tapferen Helden. Und die Menge jubelt dir zu. Jubel zum Waisenhausheld. Es wird Zeit für einen Test mit dir und Catwoman. Was hat er denn noch so drauf, der Riddler? Wo ist er? Selina ist immer noch im Waisenhaus. Gemeinsam werden wir sie befreien. Komm, jetzt fahr mal. Alter. Oh, kaputt, ich auch. Es braucht nicht viel, eine Katze zu zähmen. Streife das über. Es wird sie schon lernen. Du bist zurück. Ich sagte doch, ich hol dich da raus. Ich weiß. Es ist nur... Egal. Lass uns zum nächsten Raum gehen, bevor mein Kopf explodiert, okay? Tja, hallo mal wieder an mein liebstes Komödiantenduo. Es war eine solche Freude, Rätselkammern für nicht einen, sondern zwei Halbidioten zu kreieren. Oh, das ergibt quasi einen ganzen Idioten. Dunkler Ritter, wenn du deine Katzenfreundin verloren und genug um ihren kopflosen Leichnam getrauert hast, können wir das vielleicht wiederholen. Mit Robin.
Oder vielleicht deinem verlorenen Sohn in Bloodhaven. In Also zwei Leute, zwei Knöpfchen, oder? Kommst du da hoch? Die Decke? Einfach. Ein Rätsel. Kann ein Irrgarten auch ohne Garten noch jemanden irre machen? Ach so, das Ding ist jetzt an, okay. Das heißt, rein theoretisch kann er hier auch runter. Und kann vielleicht auch irgendwo springen. Keine Angst, dunkler Ritter. Tritt einfach nur ins Licht. Ich glaube, es geht erstmal um Catwoman. Die kann ja hier ein bisschen rumlaufen. Dachte ich zumindest. Also jede Wette kann hier nicht raufgehen, oder? Aua, genau. Gut, so fühlt sich nämlich Dummheit an. Oh, Eddie, du wirst dir so dumm vorkommen, wenn ich dich geschnappt habe. Okay, was kann man noch machen? Nochmal auf das Knöpfchen gehen? Nee. Achso, okay, wenn das jetzt das Ding ist, dann muss sie auf das da drüben treten, ne? Okay. Also sie kann hier drauf gehen, kann das sein? Ah, verstehe. So, und er kann da drüben die drei gehen. Okay. Er kann hier rauf. Und die drei. Okay. So, jetzt kann Mom die drei vorne, drei rüber und dann so übers Eck. Drei vorne. Drei weißt rüber. Du, ich muss ein ähnliches Sicherheitssystem lahmlegen, als ich bei Queen Industry. Oh. Drei rüber, was? Drei rüber, eins rüber, zurück. Da und dahin, fast richtig? Geschafft. Aber jetzt noch eine Wendung. So. Er kann drei laufen, ne? Oder wie war das? Drei laufen? Ne, Moment mal. Er ging so und kann drei in die Richtung drei, vier darüber, okay. Moment mal. Eins, zwei, drei in die Richtung. Vier darüber. Und einen rauf, oder was? Nein, kann er noch auf. So, und Mom kann da komplett rüberlaufen und oh, Moment. Zwei zurück. So, dann kann sie drei rüber und vier hoch, ne? Oder wie viel sind das? Vier hoch. Von da gekommen. Moment mal. Wie war das? Ja.
Ach so. Wie ist sie gekommen? Oh, scheiße. Ah, sie ist da drüben lang gegangen, steht jetzt da in der Mitte. Kann also einen wieder zurück und drei rüber. Ups, eins zurück und drei rüber, geht gar nicht. Moment mal. Da drüben gekommen. 1, 2, 3, 4. Ne, hier runter schon. Oh, wo steht die denn? Steht eigentlich schon hier und kann dann da drüben rüber. Okay, Moment mal. Also rein theoretisch hier hin und kann 4 hochgehen. 1, 2, 3, 4. Oh, falscher. Ups. 4 hoch. Ja, verstehe. 4 hoch, jo. 4 hoch und 1 zur Seite. Da kann sie stehen. So. Und er kann Zickzack Treppe hoch, okay. Zickzack Treppe hoch. Und hoch. Ich bin hier fertig. Ja. Er ist fertig. Wie können Sie denn dann jetzt gehen? Das heißt, puh. Sie kann 3 rüber, 1 hoch, okay. 1, 2, 3 rüber, 1 hoch und dann? Und 1 zur Seite, okay. Und 1 zur Seite. Okay, ich bin hier fertig. Herzlichen Glückwunsch! Hier ist deine Belohnung! Roboter! 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 Achso, die roten für Catwoman. Bitte schön. Schönen Dank auch. Ach, shit. Verzeihung, Catwoman, aber weißt du, ich musste etwas beweisen. Herzlichen Glückwunsch! Hier ist deine Belohnung! Roboter! 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 Roboter. Schalt es aus! Mal im Ernst, Eddie. Wie lange wird das hier noch dauern? Okay, okay. Einen haben wir noch. Machen wir aber in der nächsten Session. Ciao.